brave soul who fears not death. I shall guide you. Wir müssen jetzt eh mal schauen, denn so viel kann ich schon mal verraten. Der Boss von Boletaria 1.4 wird der letzte Boss sein. Der letzte Erstdämon, alle anderen Erstdämonen haben wir ja schon. Und danach können wir, wenn wir das einmal haben, können wir nicht mehr aufleveln. Wir können die Vitality hochziehen. Wie gesagt, für Magic ist es vermutlich zu spät. Also 4.000 kriegen wir noch aus den Seelen raus, da bin ich sicher. Told you so. Soul of the mind, key to life's ether. Ein letzter Abstecher zu Lunkaede. Wozu haben wir denn die Seelen? Jene ganz bestimmten Seelen. Es ist ja so theoretisch, dass man, sobald ein Erzdämon liegt, kann man ja in Boletaria Perlis weitermachen, also nach 1.3 rüberwechseln. 1.3 ergibt schon Sinn, auch allein aufgrund der Kräutergeschichte. Aber irgendwie ist es so ein innerer Zwang von mir. Der Erzdämon von Boletaria Palace muss der letzte sein, der liegt. Ich glaube, es wäre mir irgendwie merkwürdig, wenn ich erst jenen Boss erliege und dann anschließend nochmal eine Runde, keine Ahnung, in Shrine of Storms gehe, Stormbeasts klatschen. Das passt irgendwie nicht so. So, Dark Silver Sheep, was bringt's uns denn? 59 Stabilität. 62 Stabilität. Und jetzt kriegen wir es auf 65% Stabilität. Das heißt, Dark Silver Shield plus 5. Also wenn mich nicht komplett alles täuscht, dürfte das so rundheraus das beste Schild sein, was man im Spiel nutzen kann. Ich meine, es hat eine 100er Magieabwehr, eine 100er physische Abwehr. Jetzt in der upgradeten Variante hat es eine sehr gute Stabilität. Was es mitbringt, ist mit 5 Kilo zwar schwer, aber noch nicht zu schwer. Und zählt nicht mal als Turmschild. Das heißt, wir können sogar noch parieren mit der ganzen Nummer. Besser wird's nicht. Oh. Björn ist nicht zurückgekehrt. Ostrava kann nicht mehr zurückkehren. Ja, jetzt wird wieder ein bisschen leerer bei uns im Nexus. Thema Lehrer. Ich brauche einen Zauberlehrer. Remember Spell. Warning ist völlig okay. Aber ich bereite mich schon mal auf den Schieß meines Lebens vor. Nehmen wir mal noch eine Protection dazu. Bring me more. I will have the cheese of my life. Ab zum Mausoleum. Das Mausoleum ist genau jenes Gebäude, wo wir ganz am Anfang von Boletaria 1.1 den ersten Rotaugenritter getroffen haben. Diese Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Joja, die Hexe zeigt uns die kalte Schulter. Aber das macht nicht. Kurzer Check. Mausoleumschlüssel. Öffnet das Familienmausoleum der königlichen Familie von Boletaria. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was Agalmatolit ist. Geschnitzter Agalmatolit, vielleicht irgendein Stein oder was. Öffnet das Mausoleum der Königsfamilie von Boletaria. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. Oh, fucking plus. Glaubt zwar auch nicht, dass uns das instant zerreißen würde hier. Wenn das Fessle hochgeht, aber man muss ja nicht forcieren. Wenn wir einhändig das Ding führen, dann macht er diesen Zack-Kreis. Und wenn wir zweihändig führen, bam, rammt das einmal in den Boden und damit auch den Feind. Ah, die Nostalgie. Unser allererster Mann mit Hut. Das hat er uns damals noch genervt. Und es geht ab. Ja, unsere physische Widerstandskraft ist ebenso wie unser Schaden doch deutlich gewachsen. Und nun? Sesam, öffne dich. Na, wer ist denn da? Thou who seeketh the King's Sword. I am the old king. Show me thine strength and the strength of thine souls.
Okay. Prepare thyself, brave knight. So, guckt euch mal bitte das an. 88. Ein Beidhandschlag, voller Treffer. Volle Sule. Er greift auch nicht an. Zumindest können wir ihn niederschlagen. Thou dost well to impress one such as me, young knight. I am old King Doran, and thou hast proven thine strength to me. Go forth and take the king's sword in thine hand. Withdraw weapon. Demon Brands. Würde mich gern noch weiter mit dir unterhalten. Oder willst du mit dir nicht mehr reden? Also wir haben ihn ausreichend beeindruckt. Er hat sich ja jetzt gerade auch nicht gewehrt. Was ist das denn? Interessanterweise haben wir jetzt aber nur Demon Brand bekommen. Ostrava meinte ja, im Mausoleum gibt es zwei Schwerter, halt eben Demon Brand und Soul Brand. Hier gab es jetzt nur eins. Schauen wir schnell. Demon Brand. Großschwert. Magieattacke, Physical Attacke. Keinerlei Skalierung. Aber macht zusammen, was? 260 plus 230, 480 Schaden. Das macht unser Meat Cleaver. Schau an. Demon Brand macht sogar noch einen Ticken mehr, ne? Ich mich nicht komplett verrechnet habe. Warte mal. 318 macht 408. 444 versus 400. Ja, es ist besser. Demon Brand. Die dämonenzerfleischende Klinge, welche von Generation zu Generation in der boletarischen Königsfamilie weitergegeben wurde. Es ist eine weiße Klinge, die ein passendes Set mit Soulbrand bildet. Besonders effektiv gegen Dämonen. Der alte König Alaunt verachtete die Klinge dafür, dass seine Macht sich verstärkt, je weniger dämonisch die Seele des Trägers wurde. Also, je weniger dämonisch unsere Seele, desto stärker die Angriffspower von Demon Brand und ist besonders effektiv gegen Dämonen. 80? Klarer Fall. So. Wir wollen alles haben, nach Möglichkeit. Und damit werden wir den alten Halbgott Doran behelligen müssen. Genauer gesagt, wir müssen ihn umlegen. Ich probiere das einmal regulär. Werde dabei vermutlich brutal scheitern. I am the old king. Darest thou to challenge me? Very well. But may thou be determined from the depths of thine heart, else thou shalt fail. May fate be with thee. Naja, sieht sportlich. Der Bursche one-shottet. Und das nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gerade gesehen, also gerade mit dem Demon Brand, haben jetzt aber auch den Vorteil, dass wir aktuell noch Pure White Seelentendenz haben und damit sozusagen das Beste aus dem Demon Brand rausholen können. 1067. Geil, geil, geil. War natürlich auch eine Konterattacke. Ja, jetzt fairerweise auch dazu sagen. Hä? Durch die Schildverteidigung hindurch. Ja, Demon Brand ist ein guter. Soweit ich mich erinnere, kann man den aber zumindest auch nicht upgraden. Mit Colors of Seven Souls oder sonst was. Ist ja aber auch nicht ganz dringend nötig. Aber wenn er uns als Konter erwischt, ist es immer noch unangenehm. Bleibt sich dabei. Ich schätze mal sehr stark, dass Doran jetzt immer noch ein bisschen itzig auf uns ist. Get ready for absolute lameness.
Ja, 3 Old Spice, da habe ich ja auch schon wieder nicht mitgedacht. Ah, wobei. Komm, einmal probieren wir es noch regulär jetzt. Vielleicht kriegen wir ja sogar pariert. Ja, er ist immer noch itzig. Okay. Schnell was essen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass das Ding wieder einhändig nehmen würde, Bruder. Können wir mal unsere harten Skills hier anwenden, immer schön in die Attacke reinrollen, nicht? Dumm. Dumm. Also mit Demon Brand zusammen könnte hier glatt eine machbare Aufgabe sein. Arschloch. Ja, und jetzt? Machst du Feierabend oder was? Ja, gut. Ah, schade. Ich will ihn wirklich super gerne. Super gerne. Parieren. Zu spät. Muss das Timing rauskriegen. Verlässlich. Hoppala. Zu spät. Nope. Okay. Er ist halt so fix mit seinem Scheiß. Schwert. Partial Parry. Okay. Hoppa. Nope. That's not always supposed to go. Komm. Partial Parry. Und da ist... Ja, na, da nicht. Ich muss ja gestehen, ein bisschen reizt es mich jetzt schon. Okay, machen wir wie folgt. 2 Tries. Und dann hat es entweder geklappt oder ich fange an, ihn zu schießen. Okay. Doran, du und ich, wir klären das jetzt. Machen das hier rund. Wie ich es mir gedacht hatte. Nicht unendlich tödlich, die Nummer. Nice. Solange er es einhändig führt, geht's noch. Zweihändig ist schon wieder scheiße. Boah. Und ich habe Second Chance schon wieder nicht gecastet, weil ich dumm bin. Dumm. Thief's Ring, rette mich. Ich bin nicht vorbereitet. Besser. Den einen Fehler, den können wir uns geben. Ist halt blöd, dass Alant Gräser benutzt. Das ist nicht schön für uns. Schön ist allerdings, dass wir ihn schon backstabben können. Zack. Also das Zweihändige können wir vermutlich nicht sinnvoll parieren. So steht zumindest zu vermuten. Jetzt müssen wir nah genug bei ihm dranbleiben. Oh, ja. Und alles auf Null. Scheiße. Ah, ich hätte mehr Old Spice mitnehmen sollen. Okay. Er ist halt so dermaßen flink unterwegs. Der fiese Drecksack. Können ihn schon schön staggern.
erleidet einen brutalen Stability-Schaden hier. Einen Schlag kriegst du geblockt, beim zweiten eher nicht so gut. Gott. Verdient. Hundertsechzig. 240. Schelle. Essen schnell. Go. Ah, das ist doch mal ein Duell hier. Zack. Dumm. Da war das. Ups, da ist die Pfeile weg. Ich hoffe, dass er jetzt noch nicht so weit ist. Wand. Wand schlecht. Wand aus Not Compute. Okay. Huhuhuhuhuhu. Ah, der Thiefsring. Er ist und bleibt die Nummer 1. Die Nummer 1 im Pot ist der Thiefsring. I see you. Slash. Ah, dumm. Okay. Haben wir uns anders vorgestellt? Bitte kein Gras nehmen jetzt. Wäre für unsere fortgesetzte Freundschaft extrem hilfreich. Okay. Dies haben wir. Ah, wenn du mich jetzt one-shottet, das wäre ungünstig. Okay. Es gibt zuhauf Tipps und Hinweise, die man im Internet findet. Thiefsring ist meistens involviert, aber nicht immer. Oh, das könnte was werden, das könnte was werden hier. Come on. Yes! Du hast mir an sich nichts getan, aber du hattest Sachen, die ich wollte. Eternal Warriors Ring und das Ancient King Gear. Mhm. Ich befürchte, dass meine Seelentendenz ein bisschen darunter leidet, dass ich diesen Halbgott jetzt gerade aus reiner Gier erschlagen habe. Aber ich bin sehr happy. Mögen wir auch ein entsprechendes Level haben. Demon Brand war mit am Start. Sehr hilfreich. Aber es kriegst du dann am Ende des Tages halt auch nicht geschenkt. Okay, Dorn ist halt schon so der Spezial-Spezial-Boss. Lass mich. Lass mich. 1100 auf dem Tisch. Ah, Demon Brand. Leider werden wir Demon Brand nicht unendlich lange genießen können. Zumindest in dieser Form. Slash. 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 So. Ich habe aber... Also da ich befürchte, dass die Seelentendenz runtergeht... Ach, wobei, ich finde, das rauskommen. Weil wenn wir jetzt zurückkehren und unsere Seelentendenz ist immer noch bei Pure White, dann sollten wir Demon Brand tatsächlich auch für den letzten Bossfight verwenden. Wie gesagt, die Waffe hat die Sondereigenschaft. Nice. Was sich verändert hat, das sehen wir bei Boletaria Palace. Da gibt es Abzüge in der B-Note. Aber wir sollten nach wie vor den vollen Schaden machen können mit Demon Brand. Eternal Warriors Ring. So ein nützliches Tool, was hinter einem Bosskill, einem optionalen Bosskill versteckt ist. Dessen Moralität zumindest bezweifelt werden darf. Macht aber nichts. Raises Stamina Recovery Rate. Erhöht unsere Ausdauerregeneration. Ein alter Bronzering, der von dem alten König Dorin gehalten wurde. Das ist der, von dem uns Ostrava erzählt hatte, dass er der Gründer von Boletaria ist. Erhöht die Stamina-Regeneration. Der Held Dorin, Verteidiger der königlichen Familie von Boletaria, lebt bis in alle Ewigkeiten als ein Halbgott. Vielleicht auch nicht. Die bronzene Maske des Halbgottes, alter König Dorin. Juwelen sind darin eingelassen. Hier sind Dinge eingelassen. Wenn wir mal ganz kurz uns das Gear anschauen, wenn wir unser Black Leather, ist natürlich ein Stück schwerer, ne? 7,7, aber hat gute Abwehrkräfte. Feuerwiderstand ist sehr gut.
und lässt uns vor allen Dingen antik aussehen. Macht uns gleichzeitig aber auch schwer. Wie schwer sind wir denn? 30 von 54. Das kriegen wir vermutlich auch nicht regulär über nur unsere Nutzungsseelen. Wir müssen, also warte mal, wir haben 30 von 54. Das heißt, wir müssten 6 Punkte Equip-Bürden dazu bekommen. Das wird ein bisschen knapp. Also werden wir vermutlich, wenn wir gleichzeitig noch das Shield verwenden wollen. Ich guck mal gleich nochmal, was sich da machen ließe. Ja, komm, nehmen wir die hier. Fudup. Okay, also was ist jetzt alles schwer bei uns? Darksilver ist natürlich mit 5 schon mal eine Hausnummer. Der Lavabow bietet gerade mal 2 an. Wir könnten überlegen. Reicht das schon? Das reicht sogar schon. Aber eine gute Mischung aus Thieves Gear und... ich liebe... Also ich finde das Fashion Souls in Demon Souls ist noch nicht ganz so stark. Also quasi dieses, ich trage die Rüstung nur der Optik wegen. Es gibt einfach auch zu wenig Rüstungen und dann auch noch zu wenig Rüstungen, die sowohl männlich als auch weiblich gleichzeitig anziehen können. Aber die Rüstung von Old Doran, die ist schon konkret, würde ich mal sagen. Da kann ich mich gut mit arrangieren hier. Gucken, Blick auf die Uhr. 18:38. Okay. Ich würde sagen, wir machen's. Wir machen das jetzt. Ich brauche Spice. Nehmen wir 16 mit. Fresh Spice brauchen wir jetzt nicht. Lassen Sie uns doch mal den Eternal Warriors Ring ausprobieren und schauen, was passiert. Penetrator Archstone. Shawing. Voletaria 1.4 ist insofern halt auch noch eine Besonderheit, als dass es die einzige Erzdämonen-Gegend ist. Also der einzige Erzdämonen-Level, was einen sehr, sehr, sehr ordentlichen Laufweg hin zum Boss hat. Wir haben den Boss ja bisher noch nicht gesehen, aber lass das. Wir haben uns den Bossrun bedeutend einfacher gemacht, dadurch, dass wir Ellie, das Schmunzelmonster, abgesägt haben. Sonst muss man sich halt vorstellen, jedes Mal weiter zum Boss zu kommen. Was erlaubst du dir? Jedes Mal, um zum Boss zu kommen, müsste man hier hoch, also vorbei an dem gefallenen Drachen, hier den Turm hoch an verschiedensten Red-Eye Knights. Dann hier geradezu das Feuer von Ellie abpassen. Jetzt haben wir hier zwar die Fat Officials, aber damit können wir nochmal ganz gut leben. Auch wenn die natürlich einen sehr, sehr ordentlichen Hitpoint-Pool an den Start bringen. Wenn wir an den zwei Kavenzmännern vorbeigekommen sind, müssen wir ferner Ellie Runde 2 überleben. Und hätten dann die Chance, auf den Boss zu treffen. Tötet ihr uns? Was nicht unwahrscheinlich ist. Ein sehr, sehr garstiger Wicht ist. Sorry, wollte es nicht so schnell wegklicken. Ja, legt er uns um, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und allein, dass wir das jetzt nicht mehr haben, können wir schon mal dankbar für sein. Dann für diejenigen, die sich von Ostrava eingeschüchtert fühlen. Wir sehen, der Stamina-Balken geht ein ganzes Stückchen höher und ich habe das Gefühl, geht auch ein bisschen langsamer runter. Second Chance. Also wenn man das Black Phantom von Ostrava nicht erlegen möchte, kann man noch an den vorbeirennen, hier in den Aufzug. Sehr schön die Draglings, die hier kurbeln. Dann geht's halt nach oben. Aber auch an dem muss man dann jedes Mal wieder vorbeikommen, ohne gelegt zu werden. Tatsächlich einen Firebomb bekommen. Super. Ich hätte gerne was anderes Flaschenartiges. Das alte Gewürz. Nur für den Fall aller Fälle. Also, ich würde mal sagen, unabhängig von dem etwas unkonzentrierten Bild, können wir de facto nicht besser vorbereitet sein auf das, was vor uns liegt. Wir haben eine wahnsinnige Waffe, die stark mit unserer Seele resoniert. Wir haben das beste Schild im Spiel. Wir haben eine der besten Rüstungen. Im Übrigen auch... Nochmal zur... Nein! Naja, gut. Kann ich hier nur noch 100 erzählen. Die Ancient Kings Breastplate, eine der wenigen, die Mail-Only sind, ist also tatsächlich schon ein Vorteil. Scheint unbeweglich zu sein.
klar, wir fahren ja gerade noch nach unten. Wir haben Second Chance am Start. Wir haben mehr als genug Gräser. Ob das reicht oder nicht, werden wir gleich sehen. Aber Level 83 sind wir auch gut dabei für ein normales New Game. Ohne NG Plus und nix. Ich bin zuversichtlich. Ja, und auch das ist Teil des Boss-Runs. Immer mit dem Aufzug nach oben gurken. Es wäre so arg in unserem Sinne, wenn wir es schaffen würden, den Erzdämonen von Boletaria Palace vielleicht sogar direkt First Try zu legen. Garantieren kann ich es aber nicht, weil der hat tatsächlich einige sehr, sehr fiese Tricks auf Lager. Ab. Ein Mann steht allein in seinem zerstörten Thronsaal und schaut sich mitleidlos an, was in seinem Königreich passiert. Und jetzt wissen wir auch, wo die zweite Klinge hingekommen ist. Soulbrand, das Schwert, das den Menschen erschlägt, ist in seinem Besitz. Boah. Das wollen wir wirklich vermeiden. Okay. Und auch das gilt es nach Möglichkeit nicht abzubekommen. It's so heavy metal. Denn das kann uns ganz schnell den Garaus machen. Wenn wir nah genug dran... Jetzt übertreib's aber. Der alte König Alond. Demon Brand gegen Soul Brand. Okay, wie gesagt, diesen Move wollen wir wirklich nicht abbekommen. Und das ist Soulsucker. Eine der dämonischsten Soul Arts. Und damit zieht er uns instantan ein Level ab. Abgezogen wird der Attributpunkt. Nee. Nein. Machen wir nicht. Abgezogen wird, abgezogen wird ein Level von dem höchsten Attribut, was man hat. Und damit kann man aber ganz schnell, wenn man sich zu häufig von dem Ding erwischen lässt. Kann aus Level 80 gut und gerne mal ganz schnell. Oh fuck, ich glaube, der ist jetzt zu nah dran. Wir werden sehen. Ne, okay. Ist er sogar nett genug? Da. Ja, ist es nämlich. Du Dreckhund! Okay. Jetzt dürfen wir nicht panisch werden. Und wir sehen... Mit dem Scheiß-Move hat er direkt sogar auch noch unser Second Chance gefressen. Das heißt, es wäre ein One-Shot-Kill gewesen. Wurde hier? Ja. Okay. Altitude. Nicht panisch werden. Ich hoffe, das wird klar, trotzdem ich bei meiner Aussage bleibe, dass wir eigentlich so gut vorbereitet sind, wie wir es nur sein können. Kriegen wir den alten König Alond nicht gerade geschenkt. Nein. Das machen wir anders. Und dein Soulsack kannst du dir auch sparen. First Strike, Bitch! Der Dämon wurde zerstört. Ich wurde wiederbelebt. How did you defeat my precious demon?
No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in again. Eine mysteriöse Stimme sagt, wie hast du meinen wertvollen Dämon bezwingen können? Kein Mensch hat solch einen Appetit nach Seelen wie du. Der Rest liegt beim Alten. Wenn es so sein soll, dann wirst du gerufen werden. False King. Wieder einer der wenigen Momente, wo uns die Beschreibung der Dämonenseele tatsächlich etwas bringt. False King, Demon Soul. Das war der falsche König. Ein Doppelgänger. Osroar hat sich geirrt. Der Mann, den er hier oben getroffen hat, war nicht wirklich sein Vater. Und damit ist das Siegel gelöst. May the heavens Ein Fan bis zum Ende. Hast du was zu mitzuhören? Oh, thank God. Nope. Well, do you have... From where does that howl Woher kommt come? Dieses Heulen? That is no demon. Das ist kein Dämon. It sounds more like a poor Klingt mehr wie ein armes, hungriges Kind. Do you have any idea what it might be? Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte? Something about it puts me at great unease. Irgendetwas daran macht mich extrem nervös. May God watch over us, bless us and all of Boletaria. Möge Gott über uns wachen. Gesegnet seien wir und ganz Boletaria. Mäuschen, das, was du da hörst, ist dein Gott. Das sind die Geräusche des Old Ones. Wir wussten ja, dass er unterhalb des Nexuses haust. Aber interessant, ne? Bane sagt, das klingt nicht wie ein Dämon, eher wie ein armes, hungriges Kind. You have destroyed all of the demons. You soon shall hear the call of the Old One. Tue ich schon. Then the Candle Maiden shall guide you below the Nexus, where the Old One awaits. She will lull the Old One back to slumber. That is, after all, her purpose. You have destroyed you then, she will love that. Also das ist die wahre Bestimmung der Maiden in Black. Sie wird diejenige sein, die den Old One zurück in den Schlaf wiegt. Ich habe mich gerade dafür entschieden, dadurch, dass wir so oder so nochmal eine Runde machen wollen, machen müssen, den letzten NPC, den wir treffen könnten, nicht dabei zu rufen. Wir haben eine neue Seele bekommen, aber auch bei ihm können wir sie nicht einsetzen. Why? You have defeated all the demons, have you not? This ghastly howl. The monumental has spoken of it before. There is a question I have long had in my mind. It is whether we are right to banish the Old One. And I now have the answer. And it is a resounding no. Listen closely. The Old One must not be cut off from us. If the Candle Maiden tries to entrap it, kill her. Then absorb the souls of the Old One for yourself. The Old One is an unfathomable deposit of energy. It contains all the souls collected by the demons. You will gain the power of a king, and I will gain knowledge from beyond. And that, my dear friend, is the righteous path. You must not allow trifling matters to dissuade you. The demon souls shall be ours. If truth be told, that woman has been tainted by demons herself. She would thank you in her death for relieving her agony. I am fully prepared. Okay, also Frake
hat last minute den komplett falschen Weg eingeschlagen. Yuria hatte ja sowas schon befürchtet, aber jetzt, wo quasi dieser unermessliche Wissensreichtum so nah ist, bekommt er halt starke Zweifel daran. Naja, weil alles, was er an Wissen akkumuliert hat, über die Soul Arts, über die Seele der Dämonen, all das würde verschwinden, wenn der Old One verschwindet. Und das will er nicht. Deshalb schlägt er vor, dass ich die Candlemaiden erschlage, wenn sie versucht, ihn zurück in den Schlaf zu lullen und mir die Macht des Old Ones selbst zu eigen mache und sie dann natürlich mit ihm teile. Eieiei, Freak, was ist da los? Vielleicht sieht Haru die Sachen am Ende des Tages zumindest ein bisschen ähnlich wie der alte Freak. Wir werden sehen. Aber wir sehen das erst nach einer kleinen Pause, denn ich muss mal auf die Toilette. Bis gleich. Das Grollen aus der Tiefe. Das Siegel ist gelöst. Wir hören, wie der Alte nach Haru ruft. Und die Maiden in Black steht ebenfalls schon bereit. Hark, I hear voice of Yor. The Old One is calling for thee. Let us proceed below to its lair. Wir fallen tief, sehr tief, dem Licht entgegen. Und erwachen an einem Strand. What thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Wie ein gigantischer, verwachsener Baum, der Old One. Irgendwo dort über uns müsste eigentlich der Nexus sein, aber... Ist ein Strand, alte Ruinen? Ich liebe die Gestaltung von diesem Ort. Ganz anders als das, was man vielleicht erwartet hätte, wenn man vom Lair of the Old One hört, von der Höhle des Alten. Eine Mischung aus Wüste und Strand. Ein Ort abseits von Raum und Zeit vielleicht. Und ich liebe das Design des Old Ones. Also das ist im gesamten Spiel wurde er ja thematisiert, dass derjenige, der den Nebel bringt, der die Dämonen befehligt, die all diese schrecklichen Dinge zu verantworten haben.
Da ist das Schwert, was die Statue vorhin geworfen hat. Wir könnten sogar noch zurückkehren, allerdings gibt es dafür jetzt erstmal keinen Grund mehr. Unser Ziel liegt dort vorne. Let us proceed below to its lair. Ja, er lädt uns ein. Ich liebe dieses Design. Man weiß nicht ganz, ist es ein bewusstes Wesen? Ein Lebewesen sozusagen? Ist es ein Gegenstand? Das ist halt die Mischung aus beiden. Das ist wie eine Naturgewalt. Chosen by the Old One. Shalt thou seek everlasting demon souls? Obey that naive monumental. Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Finden wir uns im Inneren. Ah, das ist nicht einfach nur ein Level, das ist das Innere des Old One. Eine Boss-Nebelwand. Wir gehen auf Nummer sicher. Second Chance. Bereiter können wir nicht sein. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. The five poisons with poisons. God is merciful, and so created the Old One. The Old One will feed upon our souls and put an end to our tragic realm of existence. König Alont. Durch und durch erbärmlich. In der Hand trägt er tatsächlich sogar noch sein Schwert, ne? Das sehen wir doch. Soulbrand, das Gegenstück zu meinem Demonbrand. How the mighty have fallen. Das ist alles, was vom mächtigen König Alont übrig geblieben ist. So wie der Old Monk ebenfalls. Zu dem verkam, nachdem er sich mit den Dämonen eingelassen hatte, hat auch Alont, der jetzt oder zumindest andeutet, dass er sich ganz bewusst dafür entschieden hat, dem Old One zu dienen. Er kann nichts machen. Das ist der Gnadenstoß, den wir jetzt ihm geben. Und seine traurigen Begründung im Sinne von, ja, die Welt ist voller Schmerzen. Und deshalb müssen wir uns dem Old One anvertrauen, der unsere Seelen verschlingt und mit unser Leid beendet. Das ist eine Scheißerklärung, das weiß er auch. Ich kann ihn einfach links liegen lassen. So erbärmlich. Die Geräusche, die er von sich gibt, ist eigentlich mitleiderregend. Du Narr. Verstehst du nicht? Niemand möchte weitermachen. Jetzt haben wir auch Soulbrand. Die seelenzerreißende Klinge, die in der königlichen Familie von Boletaria weitervererbt wurde.
Das ist eine schwarze Klinge, die ein passendes Pärchen mit Demon Brand bildet. Nachdem Alon den Thron bestiegen hat, war diese Waffe stets in der Hand des Königs. Der alte König Alons favorisierte diese Klinge, da sich ihre Macht vergrößert, je dämonischer die Seele des Nutzers wird. Interessant, after Alon rose to the throne, nachdem er den Thron übernommen hat, war es immer in seiner Hand. Daraus können wir eventuell ableiten, dass Alons Entscheidung, mit den Dämonen zu paktieren oder zumindest deren Seelenmacht nutzen zu wollen, schon sehr, sehr früh eingesetzt hat. Das Ding ist also quasi mit Ansage entgleist. Dein Werk ist getan. Deine Arbeit ist getan. Slayer of Demons, go back above. Dämonenschlechter, geh wieder nach oben. The Nexus shall imprison thee no longer. Der Nexus wird dich nicht länger gefangen halten. Ich werde den Alten zurück in den Schlaf wiegen. Das ist genau der Moment, von dem Frake gesprochen hat. Der Moment, in dem wir eine Entscheidung treffen müssen. Und der Alte und ich werden auf ewig schlafen. So soll es sein. So muss es sein. Du darfst gehen. Geh zurück in deine eigene Welt. Vielleicht tue ich das. Scheiß auf Frake. Manche Dinge müssen enden. Mein Dank. Endlich ist meine Aufgabe erfüllt. Ruhe sanft. During the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Alle Dämonen, die wir erlegt haben, Vanguard. Hier sehen wir die Phalanx. Der Tower Knight. Alfred. In einem früheren Leben. Metas, die Lanze, beziehungsweise das, was aus ihm geworden ist, der Penetrator. Der falsche König Alaunt und seine Drachen.
die Panzerspinne, die in den Tiefen der Stonefang-Minen hauste. Der Flamelocker. Deswegen, Grisou und Ellie gemeinsam in Action. Das Narrenidol, jener Dämon, der der Königin von Latria nachempfunden war. Die beiden Maneater. Resultate der schrecklichen Experimente des Old Monks. Eben jenen Mannes, oder jeder Hülle muss man wohl eher sagen, der schlussendlich an seiner eigenen Rache zugrunde gegangen ist. Der Leechmonger, der Egelverbreiter. Der dreckige Kolossus, ein Dämon aus Müll und Pestilenz. Garl Vinland und Maiden Astraea. Der Adjudicator und die goldene Krähe. Der alte Held, der über das Reinigungsritual im Schrein der Stürme wachte. Der König der Stürme. Und schlussendlich der Old One. Die Seele des Dämons Maiden in Black. Die haben wir jetzt bekommen für die Entscheidung, die wir zum Schluss getroffen haben. Und so beginnt es erneut. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Nicht schon wieder. Egal wie oft ich sehe es. Die Naivität der Maiden in Black, die einfach weiter erzählt. Oh, Siegel ist wieder da. Crestfallen Bro wieder am Start. Und wir sind im New Game Plus. Eigentlich war ja der Plan gewesen, dass die Reise von Haru eine einmalige bleiben wird. Aber da der Umbasa-Gott und alle Dämonen sich gegen uns verschworen haben und uns mal so richtig den emotionalen Moment des Tages rund um Astraea versaut haben, bleibt uns ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Was im Übrigen den Vorteil hat, dass wir narrativ gesehen am Ende Harus erste Reise relativ geradlinig gestalten konnten. So konnten wir davon absehen, ihn auf dieser Reise einige sehr, sehr schlimme Dinge tun zu lassen, damit wir noch mehr Lore aufnehmen können.
Wir müssen also nicht zu kleinen Freaks werden, wo die Suche nach Wissen als Rechtfertigung für egal was dienen mag. Ich denke mal, die zweite Reise wird primär unter dem Zeichen stehen, was haben wir bisher noch nicht gesehen. Und dementsprechend müssen wir auch nicht mehr alle Sachen aufnehmen, wir müssen nicht mehr alle World Tendencies mitnehmen. Wir können die Dinge auch mal so kommen lassen, wie sie halt kommen. Und dann vielleicht nochmal ein paar zusätzliche Bits abnehmen. Und wir können uns mal anschauen, was passieren würde oder was passiert wäre, wenn unser Haru sich an der einen oder anderen Stelle anders entschieden hätte. Vor allem werden wir herausfinden, was es mit dieser merkwürdigen Frau Mephistopheles auf sich hat. Das alles gucken wir aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vorerst ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Nicht nur in der Episode, sondern auch, dass ihr Harus Reise bis hierhin mitbegleitet habt. Und ja, ich denke mal, ein paar abschließende Worte werden dann in den entsprechenden Extra-Episoden, die sich um Harus Reise 2 drehen, dann nochmal fallen lassen werden. Ich hoffe, es hat halbwegs Spaß gemacht. Ich hoffe, Haru und ich konnten so ein bisschen vermitteln, warum Demon's Souls so ein einzigartiges Spiel ist und warum es auch innerhalb der allesamt relativ einzigartigen Souls-Games aus meiner Sicht auch immer noch eines der allerbesten ist. Gut, so viel dazu. Ich wünsche euch erstmal was und wir sehen uns demnächst. Haru, das war nicht das, was du machen solltest. Ach, ich werde diese Gestensteuerung nicht mehr draufkriegen. Also haut rein.